Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über XT60 Endstecker. Ja, ihr habt richtig gehört, XT60 Endstecker. Ich habe nämlich folgendes Problem. Regelmäßig gehe ich mit mehreren Akkus fliegen und ein paar Akkus davon bewahre ich in einer Gürteltasche auf und ein paar andere Akkus in meinem Rucksack. Aber schnell passiert es mir, dass ich die Übersicht verliere zwischen vollen Akkus und zwischen leeren Akkus. Und das hier ist meine Problemlösung, und zwar ein XT60 Stecker, den ich ein klein bisschen modifiziert habe und als solches auch nur zu benutzen ist. Und das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe einfach eine XT60 Buchse genommen. Der Stecker ist es ja nicht, es ist ja die Buchse. Habe ein bisschen Schrumpfschlauch rauf gemacht und den halt ganz einfach geschrumpft. Habe dann einen Kabelbinder in die Goldkontakte reingesteckt, damit ich später, wenn ich das in den Flüssiggummi eingetaucht habe, an den Nagel hängen kann und damit es in Ruhe trocknen kann. Das ist den Eintauchvorgang, den müsst ihr im Übrigen ungefähr zwischen 2 und 3 Mal machen, damit es wirklich schick aussieht und es eine schöne kräftige Farbe ist und man ordentlich Grip hat. Das Ganze sollte dann rund 24 Stunden trocknen und dann ist es nutzungsfertig und hat auch mittlerweile in der Praxis sich bei mir zumindest bewährt. Ich fand es nicht schlecht. Wer einen 3D-Drucker hat, der könnte das auch mit einem 3D-Drucker herstellen. Aber daran scheitert es leider. Deswegen habe ich die guten, teuren XT60-Stecker verwendet. Und jetzt zeige ich euch, wie schnell und einfach das geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video gucken.